Bisher hatten wir speziell binäre Bäume betrachtet. Natürlich kann ein Knotenbaum auch mehr als zwei unmittelbare Nachfolger haben. In diesem Fall spricht man von Vielwegbäumen oder Englisch Multivite Trees. Auch Suchbäume müssen nicht zwangsläufig binäre Bäume sein. Das Konzept Suchbaum lässt sich auf Vielwegbäume in gewisser Weise verallgemeinern. In jedem Knoten gibt es dann mehrere Keys, nämlich genau einer weniger als die Anzahl unmittelbarer Nachfolger. Ausnahme sind Blätter, die können beliebig viele Keys haben, haben aber natürlich keine Nachfolger. Jeder Knoten muss mindestens einen Key haben. Insbesondere hat jeder Knoten, der kein Blatt ist, mindestens zwei Nachfolger. Vielwegsuchbäume sind nicht exakt eine Verallgemeinerung von binären Suchbäumen, denn in einem binären Suchbaum kann ein Knoten genau einen Nachfolger haben. Das widerspricht der Regel für Vielwegsuchbäume, dass die Anzahl Keys genau eins weniger als die Anzahl Nachfolger ist. Ein binärer Suchbaum ist also genau dann ein Vielwegsuchbaum, wenn alle inneren Knoten zwei Nachfolger haben. Die Keys in einem Knoten sind aufsteigend sortiert. Auch die Nachfolger sind sortiert. Für jeden Teilbaum unter diesem Knoten gelten strenge Regeln, welche Keys darin vorkommen dürfen. Die Knoten im ersten Teilbaum müssen kleiner gleich dem kleinsten Key im Knoten sein. Die Knoten im zweiten Teilbaum müssen größer gleich dem ersten und kleiner gleich dem zweiten Key sein. Und so weiter. Allgemein, die Knoten im i-ten Teilbaum müssen größer gleich dem i-ersten Key und kleiner gleich dem i-ten Key sein. Die Knoten im letzten Teilbaum müssen größer gleich dem letzten Key sein. Das ist das, was wir den Range eines Knotens nennen. Die Keys im Teilbaum unter einem Knoten, hier als Dreieck stilisiert, dürfen nur in einem bestimmten Bereich liegen, englisch Range. Der Range ist rekursiv definiert. Der Range der Wurzel, Rekursionsanker, ist die Gesamtmenge aller möglichen Keys. Also zum Beispiel der gesamte Wertebereich des Datentyps Double, falls Double der Typ des Keys ist. Für jeden anderen Knoten ist der Range ein Subintervall vom Range des unmittelbaren Vorgängers. Der Range des ersten Nachfolgers eines Knotens ist das Subintervall aller Werte kleiner gleich dem ersten Key im Knoten. Der Range des zweiten Nachfolgers ist das Subintervall aller Werte größer gleich dem ersten Key und kleiner gleich dem zweiten Key und so weiter. Der Range des letzten Nachfolgers ist das Subintervall aller Werte größer gleich dem letzten Key. Natürlich ist der Range in binären Bäumen identisch definiert. Der Range der Wurzel ist wieder die Gesamtmenge aller möglichen Keys. Der Range eines linken Nachfolgers besteht aus allen Werten im Range des Vorgängers, die kleiner gleich dem Key des Vorgängers sind, beim rechten Nachfolger entsprechend größer gleich. Beim Suchen in binären Bäumen war die Invariante, dass der gesuchte Knoten, falls überhaupt im Baum enthalten, dann auf jeden Fall im Teilbaum am aktuellen Knoten ist. Mit dem Konzept des Ranges kann die Invariante auch äquivalent so formuliert werden: Falls der gesuchte Wert im Baum ist, ist er auf jeden Fall im Range des aktuellen Knotens. Wenn wir vorher festlegen, dass jeder Knoten maximal so und so viel Keys enthält, können Knoten auch als zwei Arrays organisiert werden. Das eine Array ist so groß wie die maximale Anzahl Keys und ist vom Typ des Keys. Es enthält die Keys in aufsteigender Folge, beginnend mit dem ersten Index. Das andere Array ist genau um eins größer und vom Typ Pointer auf Baumknoten. Darin sind die Pointer auf die Nachfolger in aufsteigender Reihenfolge. Natürlich wird in jedem Knoten noch eine Zahl n benötigt, die die Anzahl der momentan gespeicherten Keys enthält. Die Anzahl der momentanen Nachfolger ist dann 1 mehr. N plus 1. Wir werden solche Baumknoten etwas anders zeichnen, nämlich Key und Pointer immer abwechseln. Das ist übersichtlicher, wenn man nicht nur einzelne Knoten für sich, sondern zusammen mit ihren Nachfolgern betrachtet. Auf den ersten Blick machen Vielwegbäume eigentlich keinen rechten Sinn. Bei der Suche nach einem Key oder nach der richtigen Position zum Einfügen eines neuen Keys muss man zwar weniger Knoten durchlaufen, weil die Höhe meist deutlich geringer sein wird, aber dafür ist pro Knoten der Aufwand zur Suche des richtigen Nachfolgers entsprechend größer. Es ist nicht klar und hängt von den Umständen ab, ob das jetzt insgesamt schneller oder nicht vielleicht sogar langsamer ist. Hinzu kommt, dass der reservierte Speicherplatz großenteils gar nicht genutzt wird. Der wahre Sinn von Vielwegbäumen ergibt sich aus der hierarchischen Speicherorganisation im Computer. Erstens ist der Zugriff auf eine Information im Hintergrundspeicher um Größenordnung langsamer als der Zugriff auf dieselbe Information im Hauptspeicher. Zweitens wird nicht eine einzelne Information herausgelesen, sondern immer gleich eine ganze Seite oder englisch Page. Wenn die maximale Anzahl von Knoten in einem Vielwegbaum so gewählt ist, dass ein Knoten gerade so eben auf eine solche Page passt, dann wird also immer ein ganzer Knoten aus dem Hintergrundspeicher gelesen oder nach einer Änderung auf den Hintergrundspeicher wieder zurückgeschrieben. Die Arbeit mit dem einzelnen Knoten geht dann sehr schnell, weil sie vollständig im Hauptspeicher passiert. Wenn aber tatsächlich deutlich weniger Knoten für einen Suchdurchgang dann durchlaufen werden müssen, dann wird die Anzahl Zugriffe auf den Hintergrundspeicher entsprechend deutlich reduziert und das ist entscheidend für die Laufzeit. Es muss also dafür gesorgt werden, dass die Anzahl zu durchlaufender Knoten tatsächlich entsprechend reduziert wird. Die Standardtechnik dafür sind
B-Bäume. Ein B-Baum oder Bayerbaum ist ein Vielwegsuchbaum mit bestimmten Eigenschaften. Grundlegend ist, dass jeder B-Baum eine Ordnung hat, groß M. Diese Ordnung ist eine natürliche Zahl. In diesem Bild ist M gleich 3. In einem B-Baum der Ordnung M hat jeder Knoten Platz für 2m-1 Keys, in diesem Bild also für 5 Keys. Jeder Knoten kann also maximal 2m-Nachfolger haben, in diesem Bild 6 Nachfolger. Allgemein ist ein Vielwegsuchbaum, der so strukturiert ist, dann ein B-Baum der Ordnung groß M, wenn erstens jeder Knoten außer der Wurzel mindestens m-1 viele Keys enthält und zweitens alle Blätter auf derselben Höhe sind. Dies ist also ein B-Baum. Ein B-Baum kann niemals allzu tief sein im Verhältnis zur Anzahl von Keys im Baum. Die Argumentation dafür, warum das so ist, fängt an der Wurzel an. In der Wurzel muss es mindestens einen Key geben. Wenn die Wurzel kein Blatt ist, hat sie also mindestens 2 Nachfolger. Jeder Knoten auf der nächsten Schicht hat aber schon mindestens m-1 Keys und daher mindestens m Nachfolger, daher jeder Knoten außer der Wurzel mindestens m-1 Keys haben muss. Ab jetzt explodiert die Zahl. Jeder Knoten in einer Schicht hat mindestens m Nachfolger. Jeder Nachfolger hat wieder mindestens m Nachfolger und so weiter. Von Schicht zu Schicht wächst daher die minimale Anzahl Knoten um Faktor m. Das wird ganz schnell eine überastronomische Zahl von Knoten und jeder Knoten enthält mindestens m-1 Keys. Da selbst in extremen Anwendungen höchstens ein paar Billiarden Keys zu speichern sind, heißt das umgekehrt, dass der B-Baum keine allzu große Tiefe haben kann. Tatsächlich ist die maximale Tiefe des Baums logarithmisch in der Anzahl Knoten mit dem Logarithmus zur Basis m. Zum Beispiel mit m gleich 100 kommt man selbst bei extremen Anwendungen höchstens auf Tiefe 6 oder 7 oder vielleicht 8. Die Suche in einem B-Baum funktioniert völlig analog zur Suche in einem binären Suchbaum. Als erstes setzen wir einen Pointer p auf die Wurzel. Zur besseren Lesbarkeit schauen wir uns nur den relevanten Teil des Baumes an. Die 37 ist kleiner als die 40, also ist der erste Nachfolger der Wurzel der richtige. Jetzt steht p auf diesem Nachfolger. Da die 37 größer als die 35 ist, ist nun der dritte Nachfolger der richtige. Und dort ist die 37 tatsächlich zu finden. Wie beim binären Suchbaum beginnen wir die Suche nach der geeigneten Position zum Einfügen, auch hier wieder an der Wurzel. Wieder Fokus auf den relevanten Teil des Baums. Eben deshalb der relevante Teil, weil die 41 größer als die 40 ist. Weiter mit dem ersten Nachfolger. Und wir sind an einem Blatt angelangt. Dieses Blatt ist noch nicht voll, also kann die 41 eingefügt werden. Natürlich an die erste Position, weil die 41 kleiner als die 42 und die 43 ist. Und die Eigenschaften eines B-Baums bleiben erfüllt. Nun soll die 77 eingefügt werden. Es geht nach rechts, weil die 77 größer als die 40 ist. Der nächste Knoten, wo es weitergehen müsste, ist voll. Das ist der richtige Moment, um die essentielle Invariante zu thematisieren. Pointer P zeigt grundsätzlich immer nur auf einen Knoten, der nicht voll ist. Bevor Pointer P zu einem Baumknoten hinabsteigt, muss also dafür gesorgt werden, dass dieser Knoten mindestens einen Platz frei hat. Das geht durch einen Split. Das heißt, der volle Knoten wird in zwei Knoten zerlegt. Hier wird jetzt zum ersten Mal klar, warum jeder Knoten eine ungerade Zahl von Keys speichern kann, eben 2m-1, und warum die Regel ist, dass jeder Knoten mindestens m-1 Keys hat. Die Regel ist nämlich gerade so ausgelegt, dass es bei dieser Split-Operation und bei den später zu besprechenden Operationen zum Löschen eines Keys gerade richtig aufgeht. Die Split-Operation lässt sich schnell zusammenfassen. Ein neuer Knoten wird eingerichtet, der mittlere Key wird nach oben verschoben und die restlichen 2m-2 Keys werden halbe-halbe aufgeteilt, sodass also jeder der beiden Knoten m-1 Keys hat. Jetzt kann es ganz normal weitergehen, der rechteste Nachfolger ist nach dem Split der richtige. Dank dem Split ist hier jetzt Platz, sodass die 77 eingefügt werden kann. Und die Eigenschaften eines B-Trees bleiben wieder erfüllt. Wir betrachten zuerst einen B-Baum, der aus einem einzigen Knoten besteht. Dieser Knoten ist dann Wurzel und Blatt zugleich. Ein neuer Wert soll eingefügt werden, aber der Knoten ist voll.
Auch in diesem Fall hilft eine Split-Operation. Der mittlere Wert geht nach oben und die restlichen Werte werden auf zwei Geschwister verteilt. Das Ergebnis sieht so aus. Der Unterschied zur Split-Operation, wie wir sie bisher gesehen haben, ist der, dass es keinen Vorgänger gibt, sondern dass der Vorgänger erst geschaffen wird. Dieser neue Vorgängerknoten ist die neue Wurzel des Baumes. Das ist der Fall, in dem die Höhe des Baumes größer wird. Der neue Wert kann jetzt eingefügt werden und das Ergebnis ist ein korrekter B-Baum. Dasselbe noch einmal mit einem B-Baum, der nicht nur aus der Wurzel besteht. Die Teilbäume sind nur durch diese Kreise angedeutet. Exakt derselbe Split. Exakt dasselbe Ergebnis. Auch in diesem Fall wird die Höhe des Baumes größer und damit haben wir alle Fälle gesehen, in denen die Höhe des Baumes größer wird. Aber da neue Werte immer in einem Blatt eingefügt werden, ist die Geschichte diesmal nicht gleich zu Ende, sondern es geht weiter damit, dass P schrittweise hinabsteigt bis zu einem Blatt. Wie das aussieht, haben wir schon gesehen, kann hier also ausgelassen werden. Die 99 soll aus dem Baum gelöscht werden. Der relevante Teil des Baumes, denn die 99 ist größer als die 40. Weiter mit dem dritten Nachfolger. Die 99 kann einfach gelöscht werden, denn die Ordnung des Baumes ist 3 und 2 Keys sind nach dem Löschen immer noch im Knoten. Und die Eigenschaften eines B-Baumes sind erfüllt. Als nächstes sehen wir uns ein Beispiel an für den Fall, dass der zu löschende Knoten nicht in einem Blatt ist, sondern in einem inneren Knoten. Die Prozedur ist eine Verallgemeinerung der Löschprozedur in binären Suchbäumen. Und zwar konkret von dem Fall, dass ein innerer Knoten zu löschen ist, der zwei Nachfolger hat. Zu sehen ist nur noch der relevante Teil des B-Baumes. Denn wir sind mit P schon zu dem Knoten hinabgestiegen, in dem der zu löschende Wert 47 ist. Wie im binären Fall steigen wir jetzt weiter ab zum unmittelbaren Vorgängerwert in Sortierreihenfolge. Ein weiterer Pointer P' wird auf den Knoten mit dem zu löschenden Element gesetzt, derweil P erst einen Schritt nach links macht, um dann immer möglichst weit rechts weiter hinabzusteigen. Erster Schritt so weit möglich nach rechts, zweiter Schritt so weit möglich nach rechts und der rechteste Wert 46 ist der unmittelbare Vorgänger des zu löschenden Wertes 47 in Sortierreihenfolge. Die 46 wird gelöscht und die 47 mit der 46 überschrieben. Und das Ergebnis ist wieder ein B-Baum. Die 97 ist zu löschen. Dies ist also der relevante Teil des Baumes. Die 97 kann nicht so ohne weiteres gelöscht werden, weil dann nur noch ein Wert in diesem Blatt übrig bliebe, aber in einem B-Baum der Ordnung 3 hat jeder Knoten mindestens zwei Werte. Der Geschwisterknoten unmittelbar daneben hat ebenfalls nur zwei Werte. Dies erlaubt eine Merge-Operation, die in gewisser Weise die Umkehrung der Split-Operation beim Löschen ist. Der grüne Wert, die 95, steht im unmittelbaren Vorgängerknoten zwischen diesen beiden Blättern und wird dafür heruntergeholt, um die beiden Knoten zu einem vollen Knoten zu vereinigen. Das geht natürlich nur, wenn der Knoten, auf den P zeigt, mehr als m-1 Werte enthält. Hier kommt zum ersten Mal die essentielle Invariante der Lösch-Operation zum Tragen, die in gewisser Weise spiegelbildlich zur essentiellen Invariante der Einfügeoperation ist. Diese essentielle Invariante der Löschoperation ist, Pointer P zeigt grundsätzlich nur auf einen Knoten, der mehr als m-1 Keys enthält, aus dem also ein Key entfernt werden könnte, ohne die B-Baumeigenschaft zu verletzen. Daher konnten wir uns blindlings darauf verlassen, dass wir die 95 herunterholen konnten. Jetzt kann P weiter hinabsteigen, die 97 kann gelöscht werden. Und das Endergebnis ist wieder ein korrekter Baum. Die 48 ist zu löschen. Der relevante Teil des Baumes, weil die 48 größer als die 40 ist. Eigentlich müsste P jetzt als nächstes zum zweitlinkesten Nachfolger hinabsteigen. Das geht aber nicht, da dieser Knoten minimale Anzahl Werte hat. Eine Merge-Operation geht nicht, denn keiner der beiden Geschwisterknoten hat minimale Anzahl Werte. In diesem Fall funktioniert aber eine andere Operation namens Rotate, rotieren. In diesem konkreten Beispiel sind die 70 und die 77 zentral in das Rotate involviert.
Und zwar ist die 70 in den Knoten hinabgezogen worden, in den wir eigentlich hinabsteigen wollen. Damit hat dieser Knoten, wie gewünscht, mehr als minimale Anzahl Werte. Zum Ausgleich wird die 77 hochgezogen. Das geht, da der Knoten, wo die 77 war, mehr als minimale Anzahl Werte hatte, sonst hätten wir ja auch eine Merge und keine Rotate-Operation durchgeführt. Jetzt kann P hinabsteigen und die 48 kann gelöscht werden. Das Ergebnis ist wieder ein korrekter B-Baum. Dies ist jetzt ein Beispiel, in dem sowohl eine Rotation als auch ein Merge notwendig sind. Zu löschen ist diesmal die 37. Dies ist also der relevante Teil des Baumes. Wir sehen schon das Problem. Sowohl der Knoten, in dem die 37 ist, als auch der unmittelbare Vorgängerknoten haben minimale Anzahlwerte. Gemäß Invariante der Löschoperation kann P nicht einfach zum nächsten Knoten hinabsteigen, sondern zuerst muss die Anzahl Werte in diesem Knoten größer werden. Hier passt eine Rotate-Operation. Die 47 kommt in die Wurzel und dann kann die 40 in den linken Nachfolger der Wurzel gehen. Jetzt ist der linke Nachfolger fertig zum Abstieg und P steigt hinab. Wieder kann P nicht einfach weiter hinabsteigen, weil die Anzahl Werte im nächsten Knoten minimal ist. Hier passt jetzt eine Merge-Operation. Und das ist das Ergebnis der Merge-Operation. Und P darf wieder hinabsteigen. Jetzt ist P auf dem Knoten, der die 37 enthält. Das Beispiel ist zur Vereinfachung so gewählt, dass dies ein Blatt ist, sodass die 37 also ohne weitere Umstände gelöscht werden kann. Und das Ergebnis ist wieder ein B-Baum. Wir schauen uns zum Schluss noch den Fall an, dass an der Wurzel eine Merge-Operation notwendig ist. Auf diesem Bild ist schon vorhersehbar, wenn jetzt als nächstes ein Wert zu löschen ist, irgendeiner im ganzen Baum, egal welcher, dann muss etwas an der Wurzel passieren. Die 52 ist zu löschen. Es hätte auch ein Wert weiter unten im Baum sein können, also in einem der angedeuteten Teilbäume. Es spielt wirklich keine Rolle, wo der zu löschende Wert ist. In der Merge-Operation wird ein Wert hinabgezogen, in diesem Fall die 40. Die Wurzel wäre jetzt leer, was natürlich nicht geht. Stattdessen wird die Wurzel gelöscht und der neue Knoten ist die neue Wurzel. Dies ist der eine und einzige Fall, in dem die Höhe eines B-Baumes reduziert wird. Jetzt kann die 52 wie gehabt gelöscht werden, indem sie durch den unmittelbaren Vorgängerwert in Sortierreihenfolge ersetzt und dieser gelöscht wird. Ein Vielwegbaum ist ein Baum, in dem jeder Knoten mehr als einen Nachfolger haben kann. In einem Vielwegsuchbaum hat jeder Knoten ein oder mehr Keys. Außer bei Blättern ist die Anzahl Nachfolger um genau eins größer als die Anzahl Keys. Die Nachfolger sind sortiert. Der Teilbaum am ersten Nachfolger kann nur Werte kleiner gleich dem ersten Key enthalten, der Teilbaum am zweiten Nachfolger nur Werte zwischen dem ersten und dem zweiten Key und so weiter. Der Teilbaum am letzten Nachfolger kann dann nur Werte größer gleich dem letzten Key enthalten. Ein binärer Suchbaum ist genau dann ein Vielwegsuchbaum, wenn jeder innere Knoten genau zwei Nachfolger hat. Ein B-Baum der Ordnung M ist ein Vielwegsuchbaum, der mehrere Bedingungen erfüllt. Erstens hat jeder Knoten maximal 2m-1 Werte. Zweitens hat jeder Knoten außer der Wurzel mindestens m-1 Werte. Drittens sind alle Blätter auf derselben Höhe. Beim Einfügen gilt die Invariante, dass der Love-Pointer P nur auf Knoten zeigt, die nicht voll sind, also weniger als 2m-1 Werte enthalten. Wenn ein Knoten, zu dem hinabgestiegen werden soll, voll ist, dann wird vor dem Abstieg eine Split-Operation durchgeführt. Beim Löschen gilt die Invariante, dass der Laufpointer P nur auf Knoten zeigt, die mehr als minimale Anzahl m-1 haben. Wenn ein Knoten, zu dem hinabgestiegen werden soll, nur m-1 Knoten hat, dann wird vor dem Abstieg entweder eine Merge- oder eine Rotate-Operation durchgeführt. Eine von beiden Operationen ist immer möglich.